10 Leute waren hier. Gut. Was ist mit unserer Grundschule? Oh, 300 Leute drin. Mit unserer Oberschule. Grundschule sind auch. Boah, die ist auch voll. Sind wahrscheinlich generell, ne? Die Grundschulen sind wahrscheinlich generell voll. Ich meine, gut, einige in der Stadt sollen ja auch gar nicht reingehen. Ja, die ist gut gefüllt, also eigentlich voll. Und die ist auch voll. Ist auch, ja, wie gesagt, ist auch logisch. Eigentlich bräuchten die hier noch eine Grundschule. Aber ich habe Angst, dass die dann da oben hingehen. Wir brauchen immer noch ungebildete Leute. Müssen wir uns da mal überlegen. So, was ist hier mit der Oberschule? Die ist voll halt, also fast voll. Da sind sogar ein bisschen weniger drin. Ja, cool. Läuft. Echt läuft. Boah, an der Uni sind auch schon 1000. Was steht da? Im normalen. Ich dachte gerade im reduzierten Betrieb. Wir brauchen wieder Gewerbe. Was ist eigentlich hier? Kommt hier müllmäßig? Ist auch gut gefüllt. By the way. 71%. 8%. Das müssten wir auch. Nee, das nicht. Wir müssten das hier bald lernen, ne? 77. Oh, nein, das wollte ich nicht auf die Einstellung. Okay. Nee, sieht doch gut aus. Gefällt mir. In der Küche waren schon 15. 142 Leute. Sehen wir, ob das alles Touristen sind oder was das sind. Da. Busse fahren echt viel. Da 7 pro Woche. Und mit dem Zug, vielleicht sind die einfach aus der Stadt raus und sind nie wieder gekommen. Das ist der Zug, ne? 9 Touristen nur. Nee, was ist denn das hier? Ach, das ist die Metro. Boah. Da, die fahren alle mit der Metro. Also Metro und Bus sind echt richtig geil. Ja klar, okay, die Straßenbahn muss ich erstmal eindingsen. Es sind 142 Leute, stand da. Letzte Woche 142, das ist hier noch nicht so ganz angekommen, weil hier steht 31 pro Woche fahren mit dem Zug. Und 9 Touristen. Ah, und wir haben ja sogar ein Taxidepot, habe ich schon wieder vergessen. Ah, das nehmen fast gar keine. Aber wir haben ja auch ein gut ausgebautes Verkehrssystem. Ist kein Wunder, dass keiner ein Taxi braucht. Ja. Nee, ist nice. Es kostet wahrscheinlich voll viel, ne, pro Woche. Voll. Es lohnt sich eigentlich noch gar nicht, aber ich finde es irgendwie total cool. Und wir machen immer noch Plus, also ist alles in Ordnung. Wasser ist hart an der Grenze, da müssen wir uns nochmal wieder drum kümmern. Wie gesagt, und Gewerbe brauchen wahrscheinlich auch hier wieder mehr. Ich weiß gar nicht, haben sich hier wieder alle Plätze jetzt gefüllt? Haben sie. Wie sieht es denn mit Arbeitnehmern aus? Wenig, 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 wenig. Ist schon sehr wenig, dann lassen wir das noch. Das ist oft die Hälfte gerade mal von den Ungebildeten. Boah, nee, das lässt man noch, dann muss ich jetzt keine neuen Plätze geben. Was ist mit unserem Parkhaus, würde ich gerne mal wissen. 22, im Gegensatz zu dem jetzt mal hier. Wo ist das? Da sind nur 6. Auch sehr merkwürdig. Und hier oben? 29, ja, die müssen ja auch hier überall parken. Ist ein bisschen blöd hier mit diesem. Vielleicht sollten wir hier sogar die Straße ändern ein bisschen. Ich mag das nicht, dass das da überall so. Mit Parkplätzen. Ich will keine Parkplätze. Wenn ich das jetzt hier mache, dann fällt mir ja da die Straßenbahn raus, oder? Nein, fällt sie nicht. Und dann habe ich nicht mehr dieses blöde Zeichen da. Finde ich gar nicht schlecht. Da lassen wir es nochmal. Und hier ändere ich es aber nochmal ab. Nee, mit den normalen machen wir. Ah ja, da brauchen wir es auch nicht. Stimmt, genau. War hier noch irgendwo ein komisches Ende? Ich glaube nicht. Passt. Okay, die brauchen immer noch irgendwelche Gebildeten da in diesem kleinen Dingsbums. Ja, die haben halt nur so wenig. Ja, der wird bald rausfliegen. Ich meine, du brauchst halt irgendwie
Ja, komm, aber also ich meine, der Kramladen, ja, hat zwei Angestellten, braucht einen Gebildeten und einen gut Gebildeten. Er kriegt keinen Gebildeten, hat dafür einen Hochgebildeten und regt sich auf, dass er nicht genügend Gebildete hat. Oh, schau mal, da stehen aber schon auch Autos. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein Roller. Ja, da sind schon Autos drin. Wir bräuchten hier echt dann auch nochmal einen Park. Ich meine, gut, wir haben den hier, ne? Aber. Nochmal einmal ganz kurz. Ich muss jetzt aber echt aufhören. Freizeit. Das sieht hier nicht gut aus. Da, Noah ist voll die Superstadt. Wir könnten auch so einen riesen fetten Ding mal in unseren Kreisel jetzt reinpacken. Davon abgesehen. Ah, wir haben wieder Kohle, by the way. Das sind ja so kleine Sachen, ne? Schon mal, das sind ja mini kleine Sachen. Wir brauchen jetzt mal ein richtig fettes Ding hier. Das ist alles viel zu klein. Das sieht schon besser aus. Nass. Globe. Globe ist cool. Würde hier irgendwie gut reinpassen, finde ich. Mit Hightech und Uni. Spiro, ja. Juliette. Okay, ist natürlich auch ein schönes Ding. Ist ein echt schönes Ding. Aber ich muss sagen, ich finde den Globe, finde ich irgendwie ganz cool. So, jetzt mal hier irgendwie abpassen, damit das gut hier hinhaut. Können wir das nochmal ein bisschen höher stellen, so. Ich glaube, sieht gut aus. Halt, mal hier raus, raus, mal aus der Sicht. Und aus der hier auch. Können die die echt besuchen eigentlich? Ja, ich glaube nämlich auch nicht, ja. Die kommen da gar nicht dran. Schau mal, ich finde, das sieht richtig nice aus. Fast noch ein bisschen zu klein. Müsste echt noch ein bisschen größer sein, das Ding. Aber passt hier super rein. Richtig cool. Doch, finde ich richtig, richtig nice. Sehr schön. Was macht unser Verkehr? Das letzte nochmal, was ich abchecke. Wow, ja. Ja, zumindest kommen sie rein. Sie kommen da rein. Sie lieben Noah. Ich liebe Noah auch. Hier ist ein bisschen Stau. Ich weiß nicht, ob das an der Straßenbahn liegt. Vielleicht brauchen wir hier auch eine größere Straße. Da hinten hat sich es auch wieder beruhigt. Gut. Gut. Gefällt mir. Jetzt brauche ich nur noch mal eine Temperaturanzeige, damit mir die Leute nicht erfrieren. Aber ich denke, da die werden sich schon melden hier über Twitter-mäßig. Ach so, Smart Homes, ja, genau. Hat sich hier was verändert an den Smart Homes? Nope, noch nichts. Dauert wahrscheinlich noch. Ja, dafür ist einfach auch hier wahrscheinlich allgemein ist es noch nicht hier so schön, ne? Doch, ja, Noah, da müsste das Noah könnte ganz in Hightech versinken. Aber es wird schon auch. Hat sich hier jetzt schon was verändert? Ja, dadurch auch nicht so unbedingt. Wir bräuchten hier echt noch mal was richtig Cooles in der Stadt. Irgendwie gleich hier. Wir haben doch. Nee, hier ist die Straßenbahn-Dingsbums, aber. Entweder hier im Hightech-Bereich oder hier oben, weil da kann ich eh nicht mehr viele Häuser bauen. Okay, liebe Leute. Straßenbahn kann ja dann auch hier rumfahren und so. Was ist jetzt mit der Straßenbahn? Das lief jetzt noch mal ein bisschen. Vier Leute, einwandfrei. Es läuft, es läuft, es läuft super. Wo ist die andere? Neun, neun. Steigt, steigt, alles in Ordnung. Ich verabschiede mich hier. Es war sehr schön. Wir haben nicht so viel geschafft, aber wir haben einen coolen Bahnhof gebaut. Und
eine coole Straßenbahn mit einem voll teuren Ding hier. Bis dahin. Ich freue mich. Tschüss. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu City Skylines. Okay, ich bin wieder ruhig. Tiefenbeck City. Ja, ich hatte eben schon mal ganz kurz reingeschaut, weil es kamen ja sicherlich in der letzten Zeit mal wieder irgendwelche Updates, aber es sieht meiner Meinung nach alles in Ordnung aus. Es hat sich nichts Merkwürdiges hier entwickelt, irgendwelche Linien oder sonstiges. Meine letzte Aufnahme ist nämlich wirklich schon lange her. Also die letzte Speicherdatei ist vom 31. Juli. Das ist, ja, lange her. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Part kam, aber das ist natürlich auch nicht viel weniger lange her. So, egal, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich hatte auch noch von der letzten Aufnahme irgendwie so 10 Minuten. Ich konnte da jetzt leider nicht reinschauen, weil ich halt jetzt bei meinem Vater bin und ich habe hier die Projektdatei habe ich jetzt hier nicht. Das heißt, ich glaube, es ist aber nach der Straßenbahn nicht mehr viel passiert, ne? Wir haben dann halt hier noch ein bisschen weiter rumgebaut oder so. Ich meine, ihr habt es jetzt halt gerade gesehen und ich habe, wie gesagt, keinen Plan mehr. Aber ihr habt wahrscheinlich auch keinen Plan mehr, weil ja in diesen 10 Minuten, glaube ich, nicht viel passiert war. Jetzt ist halt die Frage, was wir machen. Gut, wir haben an. Ah, wir haben endlich mal wieder eine Temperatur. Ist auf jeden Fall gut, dass wir im Februar fast 30 Grad haben. Das freut mich sehr. Und die kleine Maus mauzt. Ja, das ist okay. Hat einfach den ganzen Tag geschlafen und jetzt, wo ich aufnehme, ne? Ja, ist schon in Ordnung. Das ist halt, wenn ich halt dann quatsche, ne? Dann. Ach so, ja, das stört mich ja nicht, oder? Stört mich das da eigentlich? Nö, ich glaube, das stört mich nicht. Aber warum zeigt mir das da an? Ah, da können die Leute, die können da gar nicht wenden, kann das sein? Ich meine, aber gut, wo kommt der jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Ich meine, der kann ja nicht, oder ist der einfach so gespawnt jetzt hier, weil da muss der ja gedreht haben. Nee, die Schienen. Ach, weil die Schienen hier. Oh, das ist keine Straßenanzeige. Ist okay. Es tut mir leid, ich habe mich vertan. So, ich muss ja sagen, also wir müssen halt hier weitermachen, aber eigentlich, ich baue ja lieber echt so kleine Vorstädtchen, ne? Hier wie Küstenflair oder also Noor hat mir unglaublich gut gefallen. Jetzt, was mache ich ja eigentlich ganz gerne. Und so eine fette Stadt, das bringt eigentlich immer nur Probleme mit sich. Oder einfach nur Wald. Wald war auch sehr schön zu bauen. Ja gut, aber wir müssen jetzt hier weitermachen, anders geht's nicht. Ich kann ja nicht hier schon wieder einen neuen Bereich anfangen. Ich habe mir auch ein paar Objekte geholt. Vielleicht können wir davon auch. Ja, jetzt aber Gesundheit. Vielleicht können wir da auch was von verwenden. So, ja, wie gesagt, wir brauchen alles. Jetzt ist halt die Frage, Industrie oder Büro, was wird benötigt? Wahrscheinlich nicht Industrie. Wir hatten doch hier, war doch so viel rausgefallen, ne? Ja, das kann nicht sein. Also. Ich meine, gut, die Industrie hat keine Arbeitskräfte. Es kann ja sein, dass trotzdem Industrie verlangt wird, aber sie finden halt keine Arbeitskräfte. Das könnte auch ein anderes Problem sein. Aber dann kommen, dann gehen wir halt noch Büros, weil ich denke, die sind voll, ne? Ja, die haben ja nur so wenig Arbeitskräfte. Dann bauen wir halt hier noch weiter. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen, Leute. Was habe ich denn hier? Eine ganz normale Straße. Halt! Was tue ich? Ich will das, ich wollte das, den Bildschirm grad ziehen hier. Habe ich da gar nicht die. Nee, hier habe ich Gras genommen. Ach, die Bäume hatte ich hier genommen. Im Büro einfach nicht, oder was? Okay. Wie groß habe ich denn die hier immer gemacht? Kann ich mir das mal ein bisschen hier. Mausi, auch wenn du an der Terrassentür kratzt, ja, dann geht sie auch nicht auf. Aber ich meine, du kannst es versuchen. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die können wir ruhig hier sogar weiterziehen, ne? Sehe ich das richtig? Weil da hat sich ja auch was entwickelt, was Kleineres. Diese schiefe Kacke hier. So. Okay. Hatte ich nicht hier auch Einbahnstraßen oder so, dachte ich. Ach nee, braucht man ja eigentlich im Bürobereich nicht. Nee, also da ist ja immer so wenig Verkehr. Ich meine, da arbeiten in einem Gebäude einfach 5 Leute, ja. So, ey, was ist das Büro? Ja, ne? Ja. Zack, 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 zack.
Ja, da hinten kann schon auch noch ein kleines sein. Das ist eigentlich hier mit der Seite, da wusste ich noch nicht, wie ich weiterbauen soll, oder was? Wasserversorgung sieht auch ganz gut aus. Ah, ich habe mir so ein Klärdings geholt. Aber das können wir wahrscheinlich. Können wir das, weil es eine gemoddete Sache ist? Können wir das verwenden? Oder kann ich das auch erst verwenden, wenn ich dann so und so viele hier Meilenstein-Bewohner habe? Also, genau, diese Wasseraufbereitungsanlage. Da brauche ich 14.000 Leute. Und wo finde ich das, was ich runtergeladen habe? Was ist das eigentlich? Ach, das ist dieses Heizzeug. Ach, scheiße. Ist halt jetzt die Frage, ne? Wenn man sich auch nie die Beschreibung durchliest. Aber ist das bei den Parks mit dran? Was ist hier eigentlich? Ist doof, dass die keine Vorschaubilder haben. Das sind alles die Parking-Dinger. Wie viele Parking-Dinger habe ich eigentlich? Ah ja, ich habe einen Modern Art Plaza. Den könnte man eigentlich hier in unser Bürogebiet knallen. Hier, schau mal, die haben eh. Die haben eh voll wenig. Wirkt ihr da nicht, oder was? Boah, die haben voll wenig Zeug. Kein Wunder, dass die Stadt hier nicht läuft. Was ist denn hier los? Na gut, dann können wir uns diesen Modern Art Plaza hier reinpacken. Wo finde ich denn dieses Zeug? Ja, hier kommen ja nur noch diese Kreiselzeug, oder nicht? Ja. Ja, Tourismus und Freizeit, genau, Wasserbereitungsaufbereitungsanlage. Wo findet man das? Scheiße, ich hätte echt gucken sollen. Wo könnten das sein? Hier vielleicht? Nein, Müllverbrennungsanlage. Das müsste ja eigentlich schon beim Wasser sein. Ah, hier! Das ist eine extra Kategorie. Ich hatte mich vorhin eigentlich schon gewundert auf das Ding. Auf das Ding habe ich mich gewundert, genau. Hier, Water Treatment Plant, also Kläranlage einfach. Clarifier ist ja wahrscheinlich auch einfach, aber hier haben wir halt. Wie teuer ist denn das? 42, 3.500. 2.500. Alles klein. 160. Ja, ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Muss ich das an. Das ist ein Small. Muss ich das jetzt hier irgendwo. Das braucht Straßenanbindung, okay. Aber ansonsten nichts. Und da. Genau, okay, das ist wieder genauso viel, wie eine Pumpe eigentlich auch hergibt, ne? Wo setzen wir das jetzt hin? Hier zu unserem. Wollen wir hier weiter Schmutz? Ach nee, die hat nur Lärm, ne? Hat die nur Lärm? Ist das nicht trotzdem auch ein bisschen eine schmutzige Angelegenheit? Das ist eigentlich auch blöd, die müssen wir da raushauen. Wir wollen ja hier Küstenflair schön machen. Habe ich die nicht auch zur Entleerung geschickt? Hier oben im Ghetto ist es okay. Steht da eigentlich noch irgendwas? Nö. Wie viel Kohle haben wir? Sorry. 48.000. Ja, das ist ja easy going. Ach, das ist ja nur Lärm. Genau, ist ja eh nicht schmutzig. Soll ich das auf schmutzigen Bereich bauen? Ja, ist ja wurscht. Es pumpt ja kein Wasser von unten. Das braucht aber natürlich ein Abwasserrohr. Ja, ist klar. Das ist logisch. Wo ist denn da deine Knöppelchen? Habe ich klasse gemacht, glaube ich, hier. So. Läuft, ist angeschlossen. Mal gucken. Achso, wir sollten uns das mal anschauen, wie sehr das jetzt beim Play. Ob das jetzt gleich da irgendwie nach oben schießt oder. Ich meine, die ist ja noch nicht. Ist sie schon im Betrieb? Ja, da, Abwasserklärung. Aber da kommt doch auch bei der Abwasserklärung, da kommt dann auch Frischwasser wieder rein, ne? Da ist beides schon gestiegen hier. Und wir haben weniger Scheiße im Scheißekanal. Was eigentlich schade ist, weil er hat ja seinen Namen. Naja, ist ja gut. Er wird ja noch weiterhin im Scheißekanal bleiben. Oh, ich amüsiere mich gerade und ich freue mich so, dass ich im Spiel bin. So, hier haben wir Büros angeboten. Dieses Ding hätte ich gerne weg, weil das macht uns Küstenflair. Das ist Normalbetrieb. Das wird gerade geleert. Ja, aber das ist schon leerer als das da unten. Ach, die sind ja. Das ist ja süß. Nee, dann können wir hier die Leerung abbrechen.
Oder hatte ich hier irgendwie, wollte ich hier eine Leerung machen, weil ich der Meinung war, nee, ne, es war einfach nur voll. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch eine Müllverbrennungsanlage. So, jetzt müssen wir das leeren, bevor wir das abreißen können. Ist auch schrecklich, dass die Toten da neben diesem Zeug liegen müssen. Na gut, die Toten stört's nicht, aber die Hinterbliebenen wahrscheinlich. Warum sehen, die sehen alle gleich aus, die Gebäude hier. Ja, es sind auch alles. Nee, Drogerie. Okay. Ja, Bio-Lebensmittel. Ich glaube, wir haben 25.000 Bio-Lebensmittel. Ja, meine Stadt interessiert sich halt für Öko. Ja. Ich habe eine sehr biologische Stadt. So, wir wollten hier jetzt den komischen Plaza reinknallen. Den ich mir geholt habe. Ah, das finde ich auch cool, die Beschreibung. Gaze upon the modern art. Try to analyze the modern art. Get frustrated at the modern art and go home. Modern art. Kann man es gleich auch größer anschauen. Ich denke, hier wird das Büro wird wahrscheinlich noch weiter ausgebaut, ne, zu so einem Pulk hier. Hier ist so eine komische Lücke, weil ich alles so schief und krumm gebaut habe. Vielleicht sollte ich es einfach hier hinsetzen. Was natürlich nicht geht. Aber es geht schon so zumindest. Ping, 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 ping. Ja, das ist schön. Schauen wir uns das mal an. Da steht da irgendwas dran? Nee, kann man nicht. Ich könnte nur mal selber mit einer Person hinlaufen und mal gucken. Oder mit dieser komischen Kuh. Man ist ja immer eine Kuh. Ah, der hat sogar. Da kann man wirklich von jedem Dings anscheinend dran gehen. Und dann wäre es natürlich schöner gewesen, man hätte es hier richtig schön in die Mitte gesetzt. Sowas finde ich ja. Sowas ist ja schrecklich hier. Aber gut, achten wir einfach nicht drauf. Dann. Das regt mich schon ein bisschen auf. Aber gut. Ah, es nervt mich. Man hätte ihn eigentlich auch hier so reinsetzen können, ne? Wie viel ist da der dieser Umkreis? So viel. Oh, wie die jetzt grün werden. Wenn ich ihn jetzt hier rein, ja, dann nimmt er die ganze Autobahn doch mit. Das ist ja nicht auch blöd. Nee, ist okay. Wir lassen ihn jetzt da. Wir bauen dann halt irgendwie drumherum und machen das vielleicht noch ganz schön. Das regt mich aber auf. Das ist nicht. Das ist so absolut nicht symmetrisch. Ich muss es, glaube ich, nochmal raushauen. Ja, scheiß drauf. Jetzt habe ich Geld verdient. Ja, ihr kriegt den gleich wieder. Aber kann ich das hier nicht? Das ist doof. Na, wenn ich hier noch eine weitere Spur dranhänge. Kann ich ihn theoretisch auch wirklich hier dran bauen? Ich meine, da vorne ist eh nur, ich weiß nicht, ob das Büro ist. Und hier kann ich ihn zumindest wirklich. Fast perfekt symmetrisch dran bauen. So, das müsste jetzt hier funktionieren. Ja, das sieht viel besser aus. So. Und das sollte euch eigentlich genauso gut gefallen. Genau, aber trotzdem, wir müssen hier nochmal irgendwas machen. Aber halt, jetzt gucken wir uns das nochmal hier von der Nähe an. Das sind Bürogebäude, ja? Sehr interessant. Reiseagentur, Lachgesicht, ja, so siehst du aus. Oh, ist das schön mit der Kamera. Kinderchen lachen. Irgendwer stiefelt gerade direkt neben mir. Ist wie im Horrorfilm. Ja, sehr schön. Okay. Dann habe ich gesagt, hier brauchen wir auch noch einen Park, weil. Also, ich weiß nicht, das Ding bringt es irgendwie nicht richtig. Ja, gut, das ist ja nur ein Dings, aber da kommen sie eh nicht dran. Ein Dings, ein Dings, ein Dings. Ich kann heute wieder nicht reden. Aber ich meine, das ist ja Neos Plaza, weißt du? Wahnsinnig teuer. 7 Leute sind da. Sieht voll geil aus. Mitten in dieser Stadt hier. Und
Keinen interessiert's. Neighborhood Bar. Ja, das packe ich jetzt mir hier nicht hin. Falling Pillars Plaza. Oh, das hat voll den fetten Kreis. Ich dachte, ich wollte gerade schon sagen, hä, das hat gar keinen Kreis. Aber es hat einen sehr fetten Kreis. Okay, ich verstehe. Vielleicht muss das jetzt auch gerade nicht sein. Haben wir den schon irgendwo? City Fountain? Ist auch schön. So, hier beim Einkaufs... Apropos Einkaufen. Tja, die Frage ist nur, worunter ist das gelistet? Ich habe mir so ein Einkaufszentrum. Hier bei diesen Gebäuden gedöns. Was ist da? Was habe ich hier? Kein Geld. Ach, für den Dingsbums. Ja gut, das kann hier auch nicht drin sein. Die hat man ja freigeschaltet. Ach nee, doch, ist es. Hier habe ich nämlich dieses IKEA, das habe ich mir auch geholt. Das habe ich vorhin gesehen, das fand ich irgendwie witzig. Und dann könnte ja das hier auch drin sein. Da, Luxurian Shopping Center. Das ist laut, ja, ist klar. Aber wenn wir das hier hinpacken und dann den Dings davor, das ist bestimmt auch teuer, ne? 20.000, ach, ich hab's ja. Blue Wave Hotel, das ist auch groß. Aber machen die dann irgendwas, außer dass die schön aussehen? Besucherkapazität, ja, 600. Zählt das dann auch wirklich als so, ja, hier so, weiß ich nicht. Ich meine, es ist laut und... Wow, das zählt auch als Park. Okay, krass. Ich sehe jetzt auch diesen riesen Umkreis-Dings. Besucherkapazität 600, das ist echt so krass. Ich meine, wie viele wohnen jetzt gerade hier in Dings Tiefenbeck? 600 Leute, ich meine, das ist irgendwie, wir haben gerade mal 10. Naja, gut. Aber ich habe irgendwie schon Bock, das hier zu bauen. Warte mal, ist hier noch was drin? Ah ja, das habe ich auch geholt. Wow, dazu habe ich gar kein Geld. Marina Bay Resort. Ach ja, dann sind hier also diese Sachen drin. Was ist das? Habe ich das? Das habe ich auch geholt, ne? Ach, das ist auch Besucherkapazität. Ich dachte, das wäre so ein Wohnhaus. Habe ich wahrscheinlich falsch geschaut. Okay. Ach, Kaufhaus. Hier gibt es sogar ein normales Kaufhaus. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, erstmal das zu nehmen. Aber das andere sieht halt cooler aus. Ich meine, das ist hier halt günstiger. Aber was? Das ist überhaupt nicht günstiger. Bin ich bescheuert, oder was? Das kostet nur 20.000. Warte mal. Ja, und das kostet 155.000. Das kann ich gar nicht bauen. Mein Gottes Willen. So, hier kann ich nicht. Ja, also auf das habe ich schon Bock. Aber jetzt müssen wir hier mal ganz kurz gucken. Wir haben ja hier... Ja, das ist Wohnbereich, genau. Hier ist so kaufhausmäßig. Hier habe ich mal wieder blöd gebaut, aber gut, das kenne ich ja von mir. Ich kann ja jetzt nicht hier eine Kreuzung dran setzen, so eine Doppelkreuzung, ist ganz blöd. Wir brauchen aber erstmal, sollten wir uns um Häuser kümmern. Ist das schön, wieder aufzunehmen? Ist das schön... Mal das hier erstmal bis hier und da müssen wir hier gleich irgendwie eine Verbindung schaffen oder auch nicht und sie fahren alle hier außen rum, mir ist es eigentlich egal. So, achso, wir machen ja hier überall dicht besiedeltes, ne? Klapp, 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 so. Was machen wir mit diesem Außenbereich? Da geht es eigentlich auch weiter, ne? Aber gut, dann fliegt halt ein Haus raus. Können wir jetzt nicht ändern, oder? Lassen wir es noch. Ist mal ein bisschen schwierig. Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Ne, wir sollten erstmal, bevor wir da weiter runterbauen, sollten wir echt erst hier noch weiter bauen. Da gehe ich ruhig echt mal hier direkt an diese Kreuzung dran. Ist auch irgendwie blöd, ne? Ist
irgendwie blöd hier. Ist irgendwie blöd. Aber egal. Hier kann ich sogar bauen. Krass. Ist das hier auf einer Höhe eigentlich? Fast. Ja. Und so. Was ist eigentlich mit unserem, das müssen wir nochmal offen lassen, mit unserem Hightech-Zeug hier? Wie habe ich denn das hier vermerkt gehabt? Das ist alles Hightech-Area, alles klar. Mal gucken, ob da mal irgendwann was passiert. Miau, miau. So, wir wollten hier noch einen Park reinsetzen. Ah, ich wollte dieses Shopping-Center da reinsetzen. Ja, eigentlich haben sie ja ihren Plaza dort. Dem Friedhof alles okay? Was ist denn eigentlich mit unseren Twitter-Neu... Achso, ich hatte noch gar keinen Start gemacht. Ich sollte vielleicht mal Start machen und schauen, was die Leute so sagen und tun und machen hier. Boah, es geht auf jeden Fall runter. Nicht genügend Arbeiter, ja, das ist mir klar. Smart Homes ist okay. Wir bräuchten... Na, vielleicht bräuchten wir auch noch mehr im Ghetto, mehr Leute. Jetzt kommen da drüben halt so viele Gebildete. Wir bräuchten ja eigentlich auch mehr Leute hier noch, die alle ungebildet sind. Mach nochmal... Was, die Kriminalität oder was? Ist zu hoch? Was? Wo ist meine... Was? Mach mal, stopp nochmal kurz. Okay, wir geben gerade zu viel aus. Nee, die Bevölkerung geht weg. Was? Wo? Von wo? Wahrscheinlich sterben sie alle. So. Kriminalität. Naja, gut, das ist halt das Ghetto. Mein Gott, Leute. Ihr wisst vorher, wo ihr hinzieht, ne? Da ist irgendein Haus leer. Ja gut, das war... Die hatten, glaube ich, nicht genügend gebildete Arbeitskräfte. Wo habe ich denn Polizeiwachen? Das ist Feuerwehr... Achso, die wird ja da angezeigt. Da habe ich eine? Okay, und ich habe in Tiefenbeck City habe ich keine Polizeiwache. Das ist sauber von mir. Schau mal, hier ist eine Polizeiwache und da. Ganz ehrlich, wenn der Typ meint, seine Kriminalität ist zu hoch, dann ist es nicht mein Problem. Die fahren halt da nicht rein, weil sogar denen ist das einfach zu gefährlich. Achso, ich verstehe. Dann die habe ich da hingesetzt, damit die halt das auch noch damit. Die hat... Ja, das ist aber eigentlich auch blöd. Wald beschwert sich nicht. Nee, ich muss die echt hier näher ransetzen. Weil dann baue ich lieber hier nochmal eine extra. Wo setzt man die hin? Müssen wir gleich mal gucken. Aber da kommt sie erstmal weg. Die muss hier wirklich in den Bereich rein. Da ist irgendwas leer. Ja, das Ghetto muss schon sicherer werden. Gerade wenn ich sage, ich will jetzt hier noch mehr ranbauen. Du fliegst dann raus. Aber das ist okay. So. Ja, genau. Freut euch. Ihr müsst euch... Stimmt, da oben ist die Kriminalität ja auch immer recht erhöht, ne? Ja, das ist jetzt nicht mehr mit eingefangen da. Polizei, Hauptquartier dachte ich mir gerade, aber das ist zu teuer. Da kann man jetzt auch nicht, wollte nur mal sehen, was die alles dann in Begriff haben. Obwohl, wir können es ja hier nochmal in City, ich würde in Tiefenbeck City, würde ich es jetzt nochmal laufen lassen, bis da vielleicht irgendwer meckert oder so. Okay. Das Ding, was den Dreck, ich wollte gerade sagen, das sieht aber schon nach Dreck aus. Leerung funktioniert. So, Ghetto habe ich gesagt, wollen wir noch ausbauen. Wir brauchen... Ach ja, halt, ich wollte nämlich hier gucken nach der Bildung. Das ist bestimmt unzufrieden... Nein, es ist sogar zufriedenstellend. Hatte ich jetzt hier eine Grundschule? Ich hatte ich ganz letztes Mal noch... Ja, hatte ich da noch gebaut. Ich habe aber hier keine Oberschule.
So, das sind ja noch neue Leute, die sind halt ungebildet, das ist klar. Hier sieht es wirklich gut aus. So wie ich mir das erhofft habe. Ein paar Grüne sind drin, das gefällt mir nicht. Oberschule. Ja, wir brauchen. Ach, Oberschule habe ich auch noch gebaut gehabt sogar. Hatte jetzt hier eigentlich auch eine Straßenanbindung zu der Straße? Vielleicht. Gut, dann wird das nämlich da auch besser. Und hier sieht es schlecht aus. Sehr gut. Und Uni, Leute, ganz ehrlich, das könnt ihr euch echt verkneifen, ne? Könnt ihr euch echt verkneifen. Ja, sehr gut. Okay, dann bauen wir hier noch unser Ghetto weiter. Und wie spät ist es? Ich habe leider auch nicht ganz so viel lange Zeit. Ganz so viel lange Zeit. Hört sich richtig gut an. Ich glaube, da fliegt jetzt jemand raus. Ja. Ziehen wir hier die Linie durch. Haben wir da eine Linie da? Oder ziehen wir sogar nur hier unten durch? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Mietzimmerhause geht aufs Klo. Zumindest ist hier alles schön gerade. Oder kommt mir das nur so vor? Wir müssen hier sicherlich noch Straßen dazwischen setzen. Weil das sicherlich nicht funktioniert. Wir können hier auch fast keine Verbindung mehr schaffen, außer wir bauen einen Tunnel oder so. Vielleicht sollten wir das sogar machen. Setzen wir uns jetzt mit dem Problem nicht auseinander. So. Klappt doch wunderbar, die unter den Straßen zu bauen, ne? Habe ich auch gerade gesehen. Okay. Darf ich mal bitte abspeichern einmal?